Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass du wieder dabei bist. Unsere Forschung hat angefangen. Simons steht da und forscht ganz fleißig. Hier unten sieht man es jetzt auch. Schon 29 Punkte von 300 für die Steinhauerei. Warum die Steinhauerei? Ja, wir haben hier ein Riesenlager mit Steinbrocken. Und die würde ich gerne alle umwandeln. Ich denke mal, wir werden uns hier auf Kalksteinwände festlegen. Weil wir hier in einem Kalksteingebirge unsere Höhle errichtet haben. Und dann können wir hier diese ganzen Gesteinswände ersetzen durch, ja, durch Mauern. Durch gemauerte Wände, das finden die Kolonisten hübsch. Und wenn sie es hübsch finden, dann machen wir es auch. Immer ein Blick auf die Nahrung, 50 Nahrungspakete derzeit noch, das ist akzeptabel. Wir fahren gerade noch eine Ernte Kartoffeln ein. Es ist Herbst, das heißt, der Winter kommt als nächstes. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in die Falle laufen und dann keine Nahrung haben. Wir haben derzeit noch 636 Baumstämme oder Holzvorräte. Da werde ich mal noch ein bisschen was dazu holen. Da noch ein paar Bäume, die nachgewachsen sind, neu beschneiden. Und dann, tja, lassen wir die Geschwindigkeit einfach mal wieder ein bisschen schneller laufen. Solaranlagen wollten wir noch upgraden. Die werden im Winter allerdings nicht mehr so viel bringen. Wir müssen langsam über alternative Energie nachdenken. Und ich gehe jetzt gleich nochmal in die Forschung. Und ich schaue mal gerade, ab wann wir die, bessere geothermale Energie ist hier. Dafür brauchen wir den Hightech-Labortisch. Dafür brauchen wir die Grundlagen der Mikroelektronik. Also ist der Weg klar. Wir werden nach der Steinhauerei die Grundlagen der Mikroelektronik lernen, um dann einen verbesserten Labortisch bauen zu können. Weil die Geothermalenergie, die möchte ich relativ schnell haben, damit wir diesen Geysir schon mal erschließen können für ordentlich Energie. Wir werden nämlich auch irgendwann künstliche Sonnen bauen müssen und Gewächshäuser, damit wir auch im Winter Nahrung anbauen können. Das fällt nämlich dann zumindest für den ersten Winter schon mal flach. Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. So, hier wird ein großer Lagerraum fertig. Da kommen dann die ganzen... Der ganze Kram, der derzeit hier draußen liegt, der kommt dann da rein. Ich denke mal, das hier wird ein Rohstofflager und für gefertigte Güter werden wir ein weiteres Lager errichten. Mal sehen, wo. Wir könnten hier einen zweiten Eingang machen. Da wir hier in einem sehr geschützten Bereich sind, können wir hier uns noch dran vorbeimogeln. Zweiten Eingang, dann können die Waren hier oder dort reingebracht werden. Also richtig Zeit sparen wir dabei nicht, aber naja, es ist auch nur eine Option. So, dunkel, die Leute schlafen, die Energie reicht nicht für nachts. Schade, wir müssen auf jeden Fall noch was aufbauen. Ich denke mal, im Winter ist es ja auch ein bisschen stürmischer. Wir werden mal ein Windrad bauen. Eine Windturbine. Sollen wir mal schauen. Schlechte Laune wieder jemand. Ich denke mal, wenn wir die hier bauen, verbauen wir uns nur den Platz für die Solaranlagen. Wir können die allerdings über die Felder bauen. Und da wir hier eh nichts weiter planen, setze ich die einfach mal hier hin. Ich denke mal so. Kostet 100 Stahl und 2 Bauteile. Dann brauchen wir natürlich noch ein Stromkabel darunter. Das ist eine Möglichkeit so. Wir müssen aber auch dran denken, noch einen alternativen Weg zu schaffen. Falls die eine Richtung mal ausfällt. Machen wir es so. Okay. Gut. Mensch, also bauen klappt auf jeden Fall ganz schnell. Da kümmern sich die Leute sofort drum, weil sie einfach frei sind dafür. Weil die Priorität entsprechend hoch ist. Und Sonnenfinsternis. Ha! Ja, hab ich's nicht gesagt. Boah, ist das ein Zufall, ey. Echt super. Sonnenfinsternis. Die Solaranlagen fallen jetzt aus. Die Batterien sind fast leer. Aber wir haben immerhin eine Windturbine, die jetzt Strom macht. Und zwar... Ui, 2142 Watt. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. So, schlechte Laune. Hammer hat wieder schlechte Laune. Also immer, wenn Hammer hier am Hammern ist, dann gibt es schlechte Laune. Aber so ist das nun mal. Können wir dann auch nicht ändern. Türen mache ich alles später. Forschung abgeschlossen, Steinhauerei. Wunderbar. Wir können den Arbeitstisch des Steinmetzes aufbauen. Das machen wir natürlich auch. Und wir werden sofort weitermachen mit den Grundlagen für Mikroelektronik, wie gerade besprochen.
Und wir werden einen Tisch aufbauen zum Steinhammern. Also für den Steinmetz. Produktion. Wo ist er hingekommen? Da ist er hingekommen. Den bauen wir auch aus Stahl. Wir haben im Moment noch... wir haben noch genug. Wir bauen ihn aus Stahl. Und wer hat jetzt schlechte Laune? Immer noch Hämmer. Ich kann es nicht ändern, Junge. Hau einfach fertig das Ding. Dann hast du es ja wieder besser. Dann kannst du erstmal was anderes machen. Stopp mal kurz. Wir müssen... Ne, die Nahrung verdirbt nicht so schnell. Nahrung sage ich schon. Diese Kräutermedizin. Eine Krankenkammer. Eine Krankenkammer ist gut. Eine Krankenstation brauchen wir natürlich auch noch irgendwann. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Das gefällt mir alles noch nicht. Das wird alles nochmal umgebaut. Müssen wir noch vorsichtig sein. Stopp mal. Wir müssen generell mal eben kurz aufpassen. Nicht, dass hier gleich die, die Decke einfällt. Das werden wir mal kurz abstützen. Und zwar... 2, 3. 3. 3. Und da gleich. Wäre nämlich ziemlich fatal, wenn der Raum zu groß ist und wir dann Einstürze haben. Das haben wir aber hier jetzt schon mit verhindert. Okay. Ja, letztes Let's Play habe ich die Räume noch genau so gebaut, wie dieses Funksignal. Man kann ja ein Funksignal bauen, das einem dann später den Verkauf der Waren ermöglicht, die im Einzugsbereich des Funksignals stehen. Ich finde das aber unrealistisch. Wer baut schon solche Räume in der Realität? Von daher habe ich dieses Mal darauf verzichtet. Immer noch Hammer, der schlechte Laune hat. Der hat jetzt aber seine Arbeit hier fertig und kann erstmal was anderes machen. Allerdings, hier müssen die Steine raus. Die wollen wir eh dann umwandeln. Wir werden jetzt einen Auftrag hierfür reinstellen. Für Steinblöcke. Und zwar, ja, na, für immer. Ja, für immer erstmal. Und zwar müssen wir noch sagen, Details, woraus. Wir bauen erstmal aus Kalkstein. Kalksteinwände. Stelle ich mir auch interessant vor. Das ist ja recht hell. Sieht bestimmt schön aus. Bin mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wer es macht. Das... Besucher, ein Hunter of the King der Fraktion Lila Lemur Krieger. Wieder die... Er heißt Garen Redfields Fielder. Hallo, mit dem können wir handeln. Dann warten wir einfach, bis er oben bei uns ist und dann werden wir jemanden hinschicken. Mal schauen, was er uns anzubieten hat. Vielleicht ja was Nützliches, vielleicht aber auch nicht. Ich würde mal sagen, wir brauchen im Moment nichts. Deswegen hat er wahrscheinlich nicht so viel. Hier ist noch eine Menge Kalkstein. Den könnten wir auf jeden Fall einsammeln auch, um daraus Mauern herzustellen. So, der wird natürlich jetzt genau... Ja, der läuft in die Heimatzone rein. Der traut sich ja was. Wir haben gerade niemanden wach und ich werde auch keinen wecken dafür. Die sollen ihre Nacht durchschlafen. Und dann... Wir können ja mal schauen. Hier ist diese ganze Anwerbung, aber die sind jetzt verlobt. Das hat also einige Male auch nicht geklappt, wie wir sehen. Aber gut. Ich bin mal gespannt, wenn die dann geheiratet haben, ob es dann irgendwann Kinder gibt oder solche Sachen. Oh, Fäulnis. Eine mysteriöse Fäulnis befällt und zerstört deine Pflanzen. Oh, hier ist ein Stück vom Feld weg. Ah, ja, okay. Das... Habe ich nicht gesehen vorher. Das konnte man nicht direkt sehen. Das ist natürlich... Naja gut, es gibt Schlimmeres, aber es ist halt nicht schön. Super, ne? Wir werden jetzt wahrscheinlich... Ja, okay, es wird nochmal eingesät. Löblich, aber ich glaube kaum, dass das nochmal fertig wächst. Das ist natürlich schade. Immerhin ist die Sonnenfinsternis vorbei. Das hilft dem Wachstum der Pflanzen. Und ja. Haben wir eigentlich schon Steinblöcke? Nicht wirklich, ne? So, wir richten hier ein Lager ein. Wie wir es schon besprochen haben, für Rohstoffe. Für Rohstoffe. Und zwar machen wir erstmal alles aus. Und hier kommen Rohstoffe rein. Steinblöcke, Hopfen, Silber, Gold, Stahl, Plastahl, Holz, Uran, Jade, alles klar, wunderbar. Das heißt, die ganzen... Moment mal, Steinblöcke eigentlich nicht. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. Naja gut, es ist eigentlich kein Blödsinn, aber es ist viel zu wenig Platz hier drin.
Dann müsste auch wirklich einer anfangen und die umwandeln. Ich werde die Steinblöcke hier mal nicht reinholen. Aber die anderen Sachen können alle hier rein, aus diesem Lager. Und für die Steinblöcke brauchen wir ein neues Lager. Irgendetwas, das etwas näher ist. Damit der gute Steinmetz, wenn er denn aktiv wird, nicht ständig alles von da vorne holen muss. Ich finde das nicht schön, die hier hinzulegen, aber... ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wo. Hier möchte ich noch den Geysir erschließen. Hier könnten wir es machen, aber da müssen die ständig da durchlaufen. Die werden langsamer, wenn sie da drüber herlaufen. Könnt ihr mal drauf achten jetzt. Seht ihr, die werden langsamer. Und dann wieder schnell. Deswegen würde ich die Bremse hier nicht so gerne einbauen. Und, tja... hier kommen noch Solaranlagen hin. Von daher wird der Steinmetz dann wohl weit laufen müssen. Ist dann halt so. So, wir schauen mal eben in die Arbeitseinteilung. Wer ist denn wohl Steinmetz? Das wird ja wohl einer sein. Hier Handwerk. Genau. Führen einfache Arbeiten an Handwerken. Darunter fällt das Verarbeiten von Steinen, Schmelzen und ähnliches. Und wir hätten da den Hawk. Das macht er aber nur, wenn nichts zu Bauarbeiten ist. Aber gut. Es ist im Moment nichts zu Bauarbeiten. Simons macht's jetzt. Warum? Warum macht Simon? Wo ist Simon? Da. Okay, ist in Ordnung. Simons macht's auch, wenn nichts zu schmieden und zu schneidern ist. Und die Schneiderjobs sind, glaube ich, abgeschlossen. Beziehungsweise haben wir hier nicht genügend Material wahrscheinlich. Von daher kümmert sich Simons jetzt hier drum. Sonst hätte ich jetzt gedacht, Hawk macht's, aber gut. Ist im Grunde auch wurscht, Hauptsache es macht jemand. So, da sind die ersten Blöcke. 60 Stück schon. Das heißt, jetzt können wir langsam drüber nachdenken, es hier ein bisschen hübscher zu machen. Wir werden mal so einen Tisch aufstellen, wo die Leute essen können. Auch das muss noch getan werden. Mein Gott, Möbel. Ein Holztisch bitte, ein großer Holztisch. Hier so mittig rein. Stellen wir so, machen wir nach oben noch ein bisschen größer den Raum. Und eigentlich können wir den auch so groß machen. Dann können wir da auch noch so eine Schachecke und sowas reinmachen, so ein bisschen Erholung. Und dann kommen da natürlich noch Stühle dran, ist ja völlig klar. Möbel ebenfalls aus Holz. So, da geht das ganze Holz hin. Aber dann haben wir einen schönen Essbereich. Die Leute müssen nicht mehr hier in der Kammer stehen und das Essen futtern. Das können sie dann ganz gemütlich hier im Speisesaal machen. Der allerdings noch nicht schön ist, weil kein Holzboden drin ist. Ich mag diesen geglätteten Stein wirklich nicht. Ich finde, das sieht aus wie ein Rohbau. Und also ich würde das nicht so schön finden. Ich finde das auch nicht so schön. Darum ändern wir es auch. Aber erstmal muss wieder ein bisschen mehr Holz reinkommen. So, das dauert ordentlich, diese Stühle herzustellen. Aber schau mal, da sitzt schon der Erste und isst. Ist das nicht herrlich? Ist da was? Ich mache jetzt da den Holzboden rein. Ich mag das nicht mehr sehen. Ich mag das nicht mehr sehen. Tut mir leid. Muss sein. Ich weiß, das kostet jetzt alles richtig Ressourcen hier, aber ist egal. Sehr schön. Das gefällt mir viel besser, wirklich. Okay. Hammerforscht jetzt. Und geht auch einigermaßen schnell vorwärts. Ich würde mal sagen, dass sobald das fertig ist, wir auch tatsächlich den besseren Labortisch bauen. Ich glaube, wir können den einfach ersetzen. Wir brauchen den alten dann, glaube ich, nicht mehr. Sage ich jetzt einfach mal so. Kann natürlich falsch sein. Werden wir dann sehen. Okay, hier ist noch gar nichts eingelagert. Warum?
Ach ja, weil wir draußen das Lager noch haben. Das müssen wir natürlich dann auch abschaffen. Ich lösche dieses Lager jetzt einfach. Klar, jetzt haben wir wieder wenig Medizin, weil das ganze Zeug nicht erkannt wird. Aber wir holen das mal rein. Und wir blenden das Lager dann auch aus. Wir wissen, dass da ein Lager ist. Wir haben tatsächlich das ganze Holz verbraucht. Hier für den Boden. Es ist kein Holz mehr da. Und ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal... Wir haben hier ja einen riesen Wald vor der Tür. Müssen wir auf jeden Fall nochmal Holz angehen. Ich glaube, im Winter ist das nicht mehr so schön. Ich mache jetzt hier die ganze Fläche. Das gibt ordentlich. Und ich glaube, da kümmern sich am nächsten Tag auch direkt die Leute drum. Krankheit! Oh nein! Oh nein, Malaria. Hey House ist an Malaria erkrankt. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Eieieiei. Hey House, und er schläft mit Hawk zusammen. So, Krankenstation ist natürlich so eine Sache, haben wir noch gar nicht. Ich könnte natürlich jetzt mal schnell eine zimmern, das macht aber auf wenig Sinn. Ich werde stattdessen das hier zum Krankenbett machen. Kolonisten, Krankenbett, und dann muss da einer entsprechend versorgen. Hey House. Schlaf bis geheilt. Tut mir leid, Hawk, aber wir müssen euch separieren. Und wir brauchen einen Arzt. Wer ist Arzt? Wir brauchen natürlich eh noch einen Backup-Arzt. Oh, guckt euch mal an. Hammer ist natürlich Backup-Arzt. Der ist aber richtig schlecht. Ich stelle den auf 2. Obwohl, ja, ich stelle den auch auf 1. Nee, ich stelle den... Oh, der kann das fast gar nicht. Ich stelle es mal auf 3. Nee, auf... Ja, eigentlich muss ich es auf 2 stellen. Ich stelle es auf 2. Nee, ich stell's wieder aus. Ich kann das immer noch einstellen, wenn tatsächlich mal Hey House krank ist. Oh, Hey House ist der Arzt. Hey House ist der Kranke und der Arzt. Er kann sich nicht selbst behandeln. Was für ein Unglück. So, Hammer. Jetzt muss Hammer ran, ja. Es ist so. Oh, nein. Das gefällt mir nicht. So, behandle Hey House. Zack, zack. Die Medizin ran, die gute Medizin. Und das will ich sehen, wie der Behandlungserfolg ist. Immerhin 27%. Oh, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Es wird kalt. Wir müssen Heizungen bauen. Das habe ich ganz vergessen. Temperatur, Heizung. Wir brauchen auf jeden Fall hier eine Heizung drin. Stellen wir mal hier in die Ecke. Wir haben keine Baumaterialien mehr. Wir brauchen auch hier eine Heizung in jedem Raum, auf jeden Fall in den Schlafräumen und hier natürlich auch. Den Rest schauen wir mal, lasse ich jetzt erstmal aus. Wir haben ein Riesenproblem, weil wir keine Baumaterialien mehr haben. Wir hatten doch hier noch irgendwo Raumschiffteile, dann würde ich die jetzt erstmal auseinandernehmen. Da ist eins. In Besitz nehmen und abreißen. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass mehrere, dass mehr Teile hier liegen. So viele sind es scheinbar gar nicht. In Besitz nehmen, abreißen. Sind tatsächlich nur die beiden jetzt. Oder ich bin einfach nur blind, das kann natürlich auch sein. Und wir werden dann auch auf jeden Fall hier selbst für diese Mini-Vorkommen jetzt hingehen und Bauteile abbauen. Da ist noch was. Hier müssen wir aufpassen. Da könnte eine Kammer drin sein mit diesen komischen Mechanoiden. Und hier noch. So, okay. Ich weiß, hier läuft ein Bär irgendwo rum. Hab ich gerade schon gesehen, da. Müssen wir natürlich aufpassen. Das war in der Richtung möglicherweise nicht so viel. Abbauen, aber gut. So, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es super, dass du dir die Videos ansiehst. Und ja, Hey House ist gerade von Hammer gefüttert worden. Sehr nett von ihm. Gut, wie gesagt, schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Und noch einen schönen Tag. Dein Dr. Wolfsherz. Bis dann.